பொறுப்பாக இருக்கிறாங்க. ஜக்மி தான் இந்த இடத்தினுடைய வரலாறு, இது எது நடக்குது, இதனுடைய இந்த இருக்கிற முக்கியத்துவம் என்ன என்ற சரி பார்க்க போகிறாங்க. என்னோட நான் இங்கிலீஷ்லேயே சொல்கிறோம், நான் என்ன அவங்க தொடர்ச்சி தெரியுங்களா தொடர்ச்சியாக பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு தொடர்ச்சியை பொங்கலோட So, herzlich willkommen im Muttertorf und in Medjugorje und zuerst grüß Gott. Sie befinden sich im Muttertorf, alles was Sie hier draußen sehen können. Und ich werde versuchen zu erklären, was das Muttertorf ist. Denn das Muttertorf ist sicher ein sehr besonderer Ort. Denn wenn Sie später nach Hause fahren, wenn sie fragt über die Früchte von Medjugorje, dann werden sie sagen können, ja, ich habe eine Frucht von Medjugorje besucht. Denn das Muttertorf ist eine Frucht von Medjugorje. Und deshalb ist dieser Ort so besonders. Ich hoffe, Sie verstehen mich, ja? Ja. Der Gründer des Muttertorfes war unser verstorbener Vater Slavko Barbaric. Vater Slavko war ein sehr besonderer Priester, ein sehr besonderer Mensch. Wenn Sie nach Medjugorje kommen, dann hören Sie den Namen Vater Slavko Barbaric so oft, denn er hat viele gute Werke hinterlassen und auch Projekte. Und eines von seinen Projekten war auch dieses Muttertorf. Also, ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber im Gebiet von Ex-Jugoslawien hatten wir einen Krieg. Kein Krieg ist gut, auch unser war nicht gut, hat nur schlechte Folgen hinterlassen. So, Gott sei Dank, Medjugorje war nicht damals direkt angegriffen, aber die erste und nächste Kriegslinie war so 15 Kilometer östlich, 30 nördlich, sodass dieses Gebiet von Herzegowina damals ein sicheres Gebiet war für viele Menschen, die ihre Heime verloren hatten, Flüchtlinge, besonders aus Bosnien. Und leider unter ihnen auch Kinder, die zu dieser Zeit die Eltern verloren hatten. Vater Slavkos erster Schritt und auch Wunsch war, diesen Kindern ein neues Zuhause zu bauen und zu geben. Zuerst waren die Kinder in einem Privathaus, in einem gemieteten Haus untergebracht, aber natürlich es gab dann einen Bedarf, aus dieser Situation in ein neues Zuhause zu bauen. Der Vater Slavko, ein Priester, ein Theologe war, aber auch ein ausgebildeter Psychologe, war er natürlich bewusst, was diesen Kindern am meisten fehlt. Und das war das Fundament, das jedem Menschen für ein gesundes und zukünftiges Leben das Fundament ist. Und das ist natürlich das Fundament der Familie. Deshalb wollte Vater Slavko nicht ein typisches Kinderheim bauen. Unsere klassische Kinderheim sehen üblich aus wie ein großes Gebäude mit vielen Zimmern, Betten, wo man Brüder und Schwestern trennen muss, Mädchen und Jungs. Nein, sein Ziel war, diesen Kindern wenigstens ein bisschen von dem Familienleben zurückzugeben. Deshalb hat er angefangen, mit Gottes Hilfe, anstatt eines Kinderheimes, hat er angefangen, Familienhäuser zu bauen. Also, wenn Sie später einen Spaziergang machen, dann werden Sie sehen, draußen haben wir Häuser, ein kleines Dorf und jedes Haus, das Sie sehen können, ist ein Zuhause für 7, 8, manchmal 9 Kinder und 2 Erzieherinnen. Hausmütter werden sie genannt. Zurzeit haben wir 7 Familienhäuser, ein medizinisches Zentrum, eine Galerie, einen Kindergarten und diese wunderschöne Kapelle, also ein richtiges kleines Dorf. Zurzeit haben wir 54 Kinder aus ganz Bosnien-Herzegowina, unterschiedlich im Alter. Unser Jüngster ist David, er ist 2 Jahre alt, dann bis zu Teenagers. Und natürlich nicht mehr Kriegswaisenkinder. Kriegswaisenkinder sind Erwachsene heute. Heute haben wir andere Arten von Problemen. Unser Vater Svet würde sagen, dass wir Folgen vom Krieg haben. Das heißt, heutzutage ist das Mutterdorf ein Zuhause für Waisenkinder. Wir haben einige Kinder ohne Eltern, aber leider haben wir mehr Kinder, die Eltern haben, aber die nicht in der Lage sind, sich um die Kinder zu sorgen. Entweder sind die Eltern sehr, sehr krank oder sehr, sehr arm oder Kinder kommen aus zerstörten Familien, zerstört mit Problemen wie Alkohol, Drogen, verlassene Kinder, Straßenkinder, also verschiedene Schicksale.
Vater Svet würde immer sagen, versucht nicht die Eltern zu ersetzen. Niemand kann Eltern ersetzen. So das, das Ziel des Mutterdorfes ist nicht, Eltern zu ersetzen. Das Ziel des Mutterdorfes ist, so viel es möglich ist, jedem Kind ein Gefühl eines Familienlebens zu geben, ein Gefühl, dass es akzeptiert, geliebt ist. Eine Chance den Brüdern und Schwestern, dass sie zusammen aufwachsen in einem Haus, wir trennen sie nicht. Das Ziel ist, ihnen eine Chance für Schulung zu geben, eine Ausbildung haben, sie vorzubereiten für ein zukünftiges Leben und natürlich sie zu lernen, ein christliches Leben zu leben. Ich wiederhole, so viel es möglich ist. Im Rahmen des Mutterdorfes haben wir einen Kindergarten. Es ist ein Vorschulkindergarten und dieser Kindergarten ist auch eine Verbindung zwischen der Pfarrei Medjugorje und der Mutterdorf. Vater Slavko wollte nicht, dass sich unsere Kinder isoliert fühlen, sodass auch heute der einzige Kindergarten in Medjugorje ist. So, wir haben ungefähr jedes Schuljahr ungefähr 150 Kinder aus Familien hier aus der Umgebung gemischt mit unseren Jüngsten. Danach starten unsere Kinder die Schule, wie alle anderen Kinder, also von der Hauptschule, Mittelschule. Und wir sind ganz stolz, wir haben auch Universitätsstudenten, dieses Jahr 9 Studenten. Der wichtigste Teil, über, was ich über das Mutterdorf sagen möchte, ist, dass das Mutterdorf nicht staatlich ist. Das Mutterdorf ist ein Teil der Franziskanerprovinz. Deshalb haben wir nicht strenge Regeln wie in unseren staatlichen Kinderheimen. Dort haben sie üblich eine Jahresbegrenzung, strikte und strenge Regeln, wie lange ein Kind im Heim bleiben kann. Also die Kinder verlassen die Heime üblich mit 18, maximal mit 19 Jahren, egal ob dieses Kind bereit ist oder nicht. Meiner Meinung nach ist das der wichtigste Teil des Mutterdorfes, also dass jedes Kind eine Familie hat, ein Zuhause, eine Unterstützung, bis es in der Lage ist, selbstständig zu leben. Und ich wiederhole, das ist sehr wichtig und das ist auch individuell. Das eine Kind ist bereit mit 18, das eine eigene Leben zu leben, das andere vielleicht mit 20. Universitätsstudenten, wenn sie das Studium beenden, das heißt, wir haben auch ältere Kinder und wir haben auch Kinder, die niemals bereit sein werden, ein Leben ohne Hilfe einer anderen Person selbstständig zu leben. Individuell, aber wie gesagt, der wichtigste Teil des Mutterdorfs. Neben dem Kinderdorf hat Vater Slavko auch 2 Gemeinschaften gegründet. Die erste Gemeinschaft, die er gestartet hatte, war eine Gemeinschaft für Frauen in Not. Also im Anfang mehr für Frauen, die durch schwere oder ich kann auch sagen schreckliche Schicksale während des Krieges durchgegangen sind. Heutzutage ist es eine Gemeinschaft außerhalb dieses Komplexes, als eine selbstständige Gemeinschaft und eine Pro-Life-Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft bietet Hilfe an für Frauen oder Mütter mit Kindern oder besonders schwangere Frauen, die sich in einer Notlage befinden. Also die Mission dieser Gemeinschaft ist Kampf gegen Abtreibung, Kampf gegen Abortus. So, dass die Mission dieser Gemeinschaft Kampf für jedes Leben ist, aber besonders für das ungeborene Leben. Die zweite Gemeinschaft, die wir haben, ist eine männliche Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft für Personen, die Suchtprobleme haben. Verschiedene Süchte, also wie klassische Süchte, wie Drogen und Alkohol. Aber wir haben auch mehr und mehr die sogenannten modernen Süchte, wie Spielsucht, Hasardsucht, Internet. Die Therapie in der Gemeinschaft wird in unserer Sprache Christotherapie genannt. Übersetzt wäre es eine Therapie mit Hilfe von Christ, ohne Hilfe von Medikamenten in der Heilung der Sucht. Also das Fundament der ganzen Therapie ist Gebet und Arbeit. Rosenkranz und Arbeit. Die Therapie ist ein Prozess, das Minimum 3 Jahre braucht. Das heißt, während dieser 3 Jahre mit Gottes Hilfe und mit Hilfe von älteren Brüdern aus der Gemeinschaft versucht eine Person sich zu ändern, komplett zu ändern. Komplett heißt äußerlich und innerlich. Die meisten Jungs sagen, dass der äußerliche Teil, der körperliche Teil, der leichte Teil ist. Der schwerste Teil ist
sich im Herzen zu ändern, das heißt komplett das Leben zu ändern, Lebensgewohnheiten, einen Sinn im Leben zu finden, richtige Werte im Leben zu finden, zu gestehen, ja, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe, einen Weg zu Gott zu finden, Gott kennenzulernen. Wie gesagt, das ist ein Prozess, das Minimum 3 Jahre braucht. Danach bekommen sie einen Segen und sie können ein neues Leben anfangen. Natürlich ist das leicht für mich so zu erzählen. Es ist nicht leicht, 3 Jahre in einer Gemeinschaft zu verbringen und das ganze Leben zu ändern. Aber unser Vater Svet, er sagt immer, wenn wir es schaffen, nur ein Leben zu retten, haben wir unsere Mission getan. Ich weiß nicht, ob Sie in Cenaculo waren. In Cenaculo, haben Sie Cenaculo besucht, ne? Natürlich können die Jungs viel mehr über ihr Leben, ihre Gefühle, ihre Regeln, ihre Kämpfe, die sie mit sich selbst kämpfen. Sie können viel mehr darüber sagen. Wir sagen immer, diese Gemeinschaft ist ein Segen für das ganze Mutterdorf, denn ihre Therapie ist Gebet und Arbeit und wir nutzen den Teil Arbeit. Also alles, fast alles, was Sie hier sehen, was physisch gemacht werden muss, mit Kraft, machen wir mit Hilfe von den Jungs und wie gesagt, ein Segen für das ganze Mutterdorf. Ich hoffe, Sie verstehen, dass wir nicht die Häuser besuchen können. Also manchmal kommen Pilger und fragen, können wir die Kinder sehen, können wir die Häuser besuchen. Ich wiederhole, ich hoffe, Sie verstehen, dass das nicht möglich ist, besonders nicht mit großen Gruppen. Das wäre auch nicht gut für die Kinder. Also, Sie sind willkommen, falls Sie Zeit haben, später einen Spaziergang zu machen durch das Mutterdorf. Wir haben ein Haus, das wir Galeria nennen, das Sie besuchen können. Die Galeria ist ein Haus,